Ich mache den definitiven Schwitz- und Wassertest. Welches Produkt hält das Make-up länger und fester im Gesicht? Ist es das von L'Oréal, das Infallible 3-Sekunden-Spray? Oder ist es von Make-up Coach, das Simsalabim wasserfestes Puder? Ich werde beides auftragen und dann werde ich Fahrrad fahren. 3 Stunden, was ich jetzt noch nicht weiß, es wird sehr doll regnen. Aber ihr werdet sehen am Ende, welches Produkt besser ist. Jetzt sprühe ich mich erstmal ein mit ganz viel Wasser. Es trieft richtig das Gesicht und auf der L'Oréal-Seite brennt das Auge wie sonst was. Oh, ist nicht zum Aushalten. Und dann tupfe ich mit Wattepads. Und was seht ihr? Welches Wattepad ist schmutzig? Natürlich die L'Oréal-Seite. Okay, so sehe ich aus. Merkt euch das, weil auf der Puderseite habe ich ein bisschen weniger jetzt drauf, weil ich ja viel Puder aufgetragen habe. Also, wenn man Puder aufträgt, dann ein bisschen mehr auftragen. So, und jetzt geht's los. Ich schwinge mich aufs Fahrrad. Noch scheint die Sonne und dann, naja, seht selber. Oh, ich bin so nass geworden, das glaubt ihr nicht. Ich glaube, ich bin inzwischen ungeschminkt, oder? Oh, es hat gehagelt sogar. Und ja, ganz kurz nochmal. Es ist echt. Ich bin so nass, meine Hose ist so nass, es ist alles sowas von nass, das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, jetzt nach Hause. Ich brauche jetzt ungefähr noch eine halbe Stunde. Halbe Stunde. Mal sehen, wie ich danach aussehe. Könnt ihr schon was sehen? Ich zeige euch das mal zu Hause. So sehe ich jetzt aus. Ich mache mal den Helm ab und dann setze ich mich wieder an meinen Schminkplatz und dann gucken wir mal ganz in Ruhe, weil jetzt so kann man ja gar nichts sehen, ne? Oh, ich war jetzt 3 Stunden unterwegs und jetzt sehe ich so aus. Das ist die Make-up-Coach-Seite und das ist die Seite L'Oréal 3 Sekunden Setting Spray. So. Ein bisschen rot bin ich, weil ich jetzt 3 Stunden unterwegs war im Hagel und ich habe geschwitzt und ich wurde mehr als nass. Ich bin plitschnass gewesen. Ich hatte richtige Seen in meinen Schuhen und ja, ich sehe hier in meinem Spiegel, dass ich hier das Make-up abgetragen hat. Ich habe nicht im Gesicht gewischt, weil ich wollte es ja wissen extra nicht. Ich habe ganz doll drauf geachtet. Hier ist alles gut und hier war sogar die Wetterseite. Also hier von hier kam viel mehr. Ja. Okay, also das ist der Test. So sehe ich jetzt aus. Und jetzt könnt ihr entscheiden, welches Produkt für euch in Frage kommt und welches ihr besser findet. Tschüss!